Ja, es war eine bewusste Entscheidung, diese Veranstaltung hier zu machen, um aufzuzeigen, dass es ein Gesundheitsbetrieb ist. Diese Führungskräfte arbeiten in verschiedenen Krankenhäusern oder eben auch im Bereich der wohnortnahen Versorgung. Aber sie arbeiten vor allem alle gemeinsam für den Gesundheitsdienst in Südtirol, für die Menschen in diesem Lande. Hochqualifizierte Personen, zum Teil auch Menschen, die aus dem Ausland zurückgekehrt sind, die Erfahrung dort gesammelt haben, die jetzt ihre Kompetenz für den Gesundheitsdienst Südtirol einsetzen wollen, um die Herausforderungen, die uns erwarten, auch bewältigen zu können. Der demografische Wandel, der Fortschritt der Medizin, auch der wissenschaftliche Fortschritt, aber vor allem getragen durch Team- und Mannschaftsgeist. Und das ist heute mehrfach unterstrichen worden.